Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen und wer hätte es gedacht, Walli lebt. Das war ein, naja, ein schlechter Traum, ein Albtraum, eine böse Episode da ganz am Ende der letzten Folge, die wir alle ganz schnell wieder vergessen. Nein, wir haben Towers besiegt, das ist das Wichtige. Walli ist wieder aufgestanden und nun bleibt uns wahrscheinlich noch eine Aufgabe, nämlich hier an dieser Maschine irgendwie noch zu manipulieren und zu verhindern, dass diese Seelen nun alle unentwegt zu Würdiger fließen, sondern etwas mit ihnen zu tun. Aber was? Das ist die große Frage. Und das Thema Götter, was wir mit ihnen machen, mit diesem Wissen, das ist auch noch offen, wie mir scheint. Aber bevor wir dorthin gehen, habe ich gesehen, alle unsere Charaktere wollen mit uns reden über das, was geschehen ist. Und dafür habe ich größtes Verständnis. Insofern stellen wir uns jetzt vor, wir bilden hier einen Kreis, setzen uns ums Lagerfeuer und diskutieren die Sache jetzt mal. Und wir beginnen einfach mal hier. Wir machen das mal der Reihe nach. Wir beginnen mal mit Eda. Mal gucken, wie er die Sache jetzt kommentiert. Taos scheint seit langer Zeit Macht über deine Seele gehabt zu haben. Hast du von ihm bekommen, was du suchtest? Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir können mit... Ich glaube, wir antworten mal ganz weise. Solche Bedürfnisse liegen nun hinter mir. Das können nicht viele von sich sagen. Das Land ist immer noch voller Leute, die gefährlich sind, wenn sie Angst haben. Dann wird es dir bald besser gehen. Gut, das ist wirklich gut. Er blickt hoch zu der Maschine. Weißt du schon, was du unternehmen wirst? Ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht ganz genau, deswegen antworte ich auch dementsprechend. Viele Leute glauben, sie seien von ihren Göttern im Stich gelassen worden. Es gibt wenig, was einem mehr Angst macht. Das kannst du mir glauben. Wenn es in meiner Macht stünde, das tut es nicht, aber wenn, dann würde ich jede einzelne von diesen Seelen wieder dahin zurückschicken, wo sie ursprünglich hingehörten, damit die Leute wieder das glauben könnten, was sie einmal geglaubt haben. Okay. Aber nach dem, was du durchgemacht hast, hast du sicher deine eigenen Vorstellungen. Ja, wie gesagt, noch nicht so richtig. Ich hoffe, du machst was draus. Er zwinkert dir zu. Oh ja, jetzt setzt mich ruhig hier schön unter Druck. Es ist wirklich, glaube ich, eine verdammt schwierige Entscheidung, vor der wir da stehen. Zumal wir auch ein Versprechen an eine Göttin gegeben haben, aber das war, bevor wir die Wahrheit über die Götter erfahren haben. Insofern ist das alles noch ein bisschen offen. Wir sprechen mit Sagani. Sie schüttelt den Kopf und blickt sich um. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf meinen Reisen mal so etwas sehe. Das rückt alles in ein anderes Licht, nicht wahr? Wenn man sich vorstellt, dass die Entscheidungen, die die Engvitaner vor tausenden Jahren getroffen haben, unsere Leben heute noch immer formen. Sie schüttelt den Kopf. Es wäre eine Schande, diesen Seelen die Chance zu verwehren, ihren eigenen Weg und ihre eigene Bestimmung zu finden. Was jetzt? Das liegt wohl an dir, oder nicht? Ich bin nämlich zu klein. Ich komme nicht zu der Steuerung hoch. Ja, das ist eine hübsche Ausrede. Sie nickt zu der Maschine. Im Übrigen, Walli ist, glaube ich, nicht viel größer als du, liebe Sagani. Vielleicht jagt uns dieses Ding bis nach Nazitag, wenn du den Schalter umlegst. Aber was auch geschieht, ich bin froh, dass wir zusammen gereist sind. Danke, dass du mit mir gereist bist. Ich würde wohl immer noch am Straßenrand Däumchen drehen, wenn du nicht gekommen wärst. Sie kratzt Itomak am Kopf. Danke, dass du uns so weit gebracht hast. Okay, das klingt jetzt alles sehr nach Abschied, liebe Freunde. Palegina will mit uns sprechen. So viel also zu Taos. Als Palegina in die große Maschine hineinschaut, gleiten die Membranen von Paleginas goldenen Augen nach außen und wieder zurück. Jetzt hast du die Chance, die Dinge wieder zurechtzurücken, die richtige Reihenfolge wiederherzustellen. Der Dürwald wird mehrere Generationen brauchen, um sich zu erholen, aber wenigstens werden diese Seelen ihren Weg zurück zum Rat finden, so wie es sein soll. Okay, das ist ihr Hinweis. Durance.
Was hast du uns zu sagen? Endlich grüßt uns das Ende der Straße. Du hast dich gut geschlagen, Wächter. Er kneift seine Augen zusammen. Besser als jeder Wächter es das Recht hat. Es scheint, als wärest du in einem Feld gewesen, das eine reinigende Flamme gebrauchen könnte. Ja. Ach, hätte meine eigene Prüfung doch solch einen Ausgang gehabt. Die ganze Zeit dachte ich, ich sei das Feld. Doch du warst das Feld und ich die Dunkelheit. Eine Lektion, die weder von Durance noch von Magran stammt. Doch mit dem Ende dieser Prüfung beginnt eine neue, eine göttliche Prüfung und ich werde ohne Gnade urteilen. Okay. Das heißt, er scheint diese Götterfrage wirklich nochmal grundsätzlich für sich entscheiden zu wollen, wenn ich das richtig verstehe. Wir sprechen mit der trauernden Mutter. Die trauernde Mutter schließt die Augen und nickt ihr einmal kurz zu. Taos ist vielleicht fort, doch seine Verbrechen, die Wunden, die er verursacht hat, bleiben. Die Glocken an ihren Handgelenken klingen, als sie die Finger wringt. Doch vor dir liegt die Gelegenheit zu heilen, wiederherzustellen. Nur durch das Heilen von Familien, durch das Flicken der Bande zwischen Eltern und Kind, das Zusammenfügen der zerschlagenen Verbindungen zwischen Generationen, kann der Dürrwald wieder ganz werden. Ja, das klingt schon gut. Wir hatten ja auch ähnliches Hylea versprochen, der Göttin, dass wir, ich glaube, das kann man so interpretieren, dass das die ähnliche Richtung ist, dass wir die Seelen zurück in Hohlgeburten verpflanzen wollen, glaube ich. Das war unser Versprechen. Insofern geben wir ihr mal recht. Wellen der Wärme und Erleichterung strahlen von ihrem Verstand aus. Man wird sich noch lange an das Vermächtnis erinnern, aber man soll sich auch an die Heilung erinnern, die darauf folgte. Lebt wohl. Oh, Leute. Dies ist ein großer Moment. Hier ist diese Maschine. Wir schauen sie uns nochmal an. Wir gehen... Gott, wie klein sind wir im Vergleich zu diesem Wahnsinnsapparat. Oh, es geht los, Leute. Es geht los. Als du dich der Maschine näherst, wird der Weg unter dir plötzlich zu einer Pflastersteinstraße. Wenn du solche Visionen nicht schon in Terra Evron erlebt hättest, würdest du fast glauben, die Maschine habe dich eingesaugt und irgendwo mitten im Nirgendwo ausgespuckt. Die Sonne steht gleißend am Himmel und die weitläufigen Wiesen und dichten Wälder beiderseits der Straße könnten überall im Dürrwald liegen. Ein schrilles Gackern ertönt. Du blickst dich um. Neben dir steht ein unterernährter Mann, der einen abgewetzten Lendenschurz trägt und Fesseln. Sein gesamter Körper ist überzogen von Striemen. Narbengewebe überzieht sein Gesicht, wo seine Nase und seine Ohren sein sollten. Er stinkt nach altem Schweiß und ungewaschenem Schmutz. Du siehst jemanden die Straße entlang wandern, doch die Gestalt hat dir den Rücken zugekehrt. Deine Aufmerksamkeit gilt vorerst dem bemitleidenswerten Sklaven. Seine schwarzen Augen funkeln. Ich habe dich beobachtet, Wächter. Du bist nur in dieses Land gekommen, weil es auf dem Silbertablett serviert wurde. Und warum solltest du in Frage stellen, was dir gegeben wird? Oder wem es genommen wurde? Das ist die natürliche Ordnung der Gestandenen, der Götter, der Zivilisationen. Du hast für andere geschuftet, für die verschrumpelt Alte im Haus Hadrat, für diese aufgeblasenen Fanatiker aus dem Dürrwald, für die jämmerlichen Stammesbrüder, die ihre Allmachtsfantasien ausleben. Und dann hast du dich vor den Göttern selbst kauern, niedergekniet und einen einzigen winzigen Gefallen erbeten und als Antwort nur Rätsel und Visionen erhalten. Er kommt näher mit einem verschlagenen Lächeln in seinem zerstörten Gesicht. Sein Gestank ist überwältigend. Und nun erteilen die Götter dir Befehle. Während du versuchst, wieder gut zu machen, was sie nicht wieder gut machen können. Und was haben sie dir angeboten? Ach so, das fragt er mich, entschuldigt. Und was haben sie dir angeboten? Sie haben uns die Mittel geboten, Würdiger und Taos aufzuhalten, das reicht mir.
sagt Palegina. Angesichts der Breite der eisernen Fesseln ist es erstaunlich, dass er seinen spindeldürren Arm überhaupt heben kann, aber er tut es und deutet auf die Person, die auf der Straße in die andere Richtung geht. Die verbannte Königin ist keine undankbare Patronin. Ah! Soll ich jetzt auf die andere Seite gezogen werden? Du blickst die einsame Gestalt genauer an und erkennst, dass sie Roben trägt. Zerschlissen und versenkt, aber dennoch edel. Auf ihrem Kopf ist die Silhouette einer zerbrochenen Krone zu erkennen. Sie geht weiter mit langsamem, aber entschlossenen Schritt. Scans Stimme wird zu einem hungrigen Wispern. Beende das Werk, das Taos begonnen hat. Stärke Vodica mit diesen Seelen und erlaube ihr, zum mächtigsten aller Götter zu werden, mit dir als ihrem Günstling. Ha. Oha, das ist ja ein Ding, dass wir am Ende sogar noch diese Möglichkeit bekommen. Was meinst du mit ihrem Günstling? Fragen wir das erstmal. Den Empfänger von Vödikas Segen. Sie hatte immer einen Platz für Sterbliche von besonderem Nutzen. Wenn du ihr jetzt hilfst, wird sie zum mächtigsten aller Götter und du machst sie dazu. Denk nur an die vielen Leben voller Belohnungen, die dir zuteil werden würden. Palegina tritt auf Scan zu. Zu gleichen Teilen Wahnsinn und Dummheit. Warum sollten wir ein Bündnis mit jemandem eingeben, der sich immer gegen uns gestellt hat? Scan lässt seine harten Augen zu Palegina huschen. Sagt deine Gefährtin, die von ihrem eigenen Land verlassen wurde, traust du ihr wirklich, für dich Bündnisse einzugehen? Nee, Leute. Also ich finde es faszinierend, dass es diese Möglichkeit gibt, aber zu unserem Walli passt das jetzt nicht. Vödica zu helfen würde bedeuten, dass die Geheimnisse der Götter verborgen bleiben. Er reibt die Hände zusammen, seine schwarzen Augen funkeln. Sicher versteckt, ja. Vor den gewalttätigen Oberherren, die sich nicht länger vor einer Bestrafung im nächsten Leben fürchten müssten, vor den plumpen Meistern, die niemanden Rechenschaft schuldig wären. Die Welt braucht einige Pläne. Oder sind die Seelen der Gestandenen so rein, dass du die dünnen Bande zertrennen willst, welche die Gesellschaft zusammenhalten? Tja, das ist ein interessantes Argument. Das ist überhaupt eine sehr, sehr spannende Frage, was dieses Thema Glauben und Entlarvung des Glaubens oder wie soll ich es ausdrücken, ist eine Welt ohne Glauben, eine rationale Welt, in der wir alles verstehen, besser als mit? Das ist doch die entscheidende Frage, die dahinter steht. Eine unglaublich schwierige Frage, die wir vermutlich noch zu beantworten haben, aber erstmal sagen wir, ich habe die ganze Zeit über gegen Vödica gearbeitet. Warum sollte sie mir nun danken, nachdem ich ihren treuesten Diener besiegt habe? Das zerklüftete Loch in Scans Gesicht legt sich angewidert in Falten. Treu und schwach. Taos hat seine Unzulänglichkeit bewiesen, als er es versäumte, dich vorherzusehen. Ein aufgedeckter Plan ist schlimmer als gar keiner. Du aber hast dich als findig erwiesen, den Plänen der Götter ebenbürtig. Vödica hat ein langes Gedächtnis, Wächter, für Freund wie Feind. Und sie hält sich an ihre Schwüre. Scan hebt ein Bündel auf, das vor ihm liegt, und schultert es. Ich habe die Alternative erläutert, Wächter. Du kannst als Marionette der Götter weiterleben oder als Partner eines Gottes. Die Gestalt am anderen Ende der Straße bleibt stehen. Sie dreht ihren Kopf gerade weit genug, um über die Schulter zu blicken. Ihr Gesicht ist fast vollständig verborgen. Doch ein gnadenloses Auge blickt dich aus einer Wange aus verbranntem Fleisch an. Nee, Leute, das machen wir nicht. Da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Wir werden nicht helfen. Das machen wir jetzt nicht. Er lacht. Das sagst du jetzt. Aber wenn du vor der Maschine stehst und an die vielen Leben denkst, die dich erwarten, an die viele Macht, dann werden wir ja sehen, was du tust.
Er geht weiter die Straße entlang. Die Sonne sinkt plötzlich unter den Horizont und taucht dich vorübergehend in völlige Dunkelheit. Als du wieder zu Sinnen kommst, stehst du vor der Maschine. All das Böse, das wir gesehen haben, vom Krieg des Heiligen bis heute, das war alles Wödika. Man stelle sich vor, sie würde dadurch noch stärker werden. Ja, Ida, wirklich eine schreckliche Vorstellung. So, und da drehen sich schon Dinge. Aber lasst mich hier noch einmal einen Blick drauf werfen. In der Maschine schwingt die Energie tausender Seelen mit. Neben ihr zu stehen, lässt ein Schwindelgefühl in dir aufkommen. Okay, liebe Freunde, wir haben jetzt das Ganze vorbereitet. Wir haben die Meinung unserer Freunde gehört. Aber jetzt wollen wir es auch richtig zelebrieren, richtig spannend machen. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und wenden uns dann in der nächsten Folge diesem Mechanismus zu und der Frage, was tun mit den Seelen, was tun mit den Göttern. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.